Köping. Wir haben jetzt spontan gestern noch ein neues Hotel gebucht, weil unser Hotel abgesagt hat. Und wir müssen sagen, geil. Erstmal haben wir ein geiles Frühstück. Hallo übrigens. Und große Orangensaftgläser. Hier muss man sich nicht 3 Orangensaftgläser mitnehmen. Hier reicht eins, weil es groß genug ist. Ich mach das sonst. Und wir haben hier eine mega coole Frühstückslocation direkt an einer Boardingbahn. So cool. Also das Hotel ist cool. Wie heißt es? Sporthotel. RC Hotel. RC irgendwas. Also falls ihr hier auch mal hinkommen wollt. Indian Köpen. Und gleich fahren wir nach Liseberg. Yay. Wir werden uns irgendwann auf dem Weg oder von da zurück. Tschüss. Wie krass ist das denn? Wir fahren hier direkt am Park vorbei. Felix! Ja, wir suchen jetzt gerade den Park. Und da ist er doch. Ja. Ach ja, stimmt, das Atmosphäre, ne? Da sind wir! Freier Eintritt mit der Europa-Jahreskarte. Inklusive Horrorhaus. Ja, inklusive Horrorhaus. Und meine Bänder sind jetzt komplett 5 Stück. Wobei eins nicht von dieser Tour ist, aber 5 Stück trotzdem. Und das ist echt hübsch von diesem Berg. Das sieht mega geil aus hier. Ich hoffe, die ist auch so gut. Mal gucken. Also. Erste Achterbahn. Erste Achterbahn schon mal zu. Und die übliche Aussage, wir hoffen, sie öffnen heute noch. Hier, Kanonen. Mal gucken, ne? Das war schon so, da habe ich schon von vielen gehört, dass das so ein Wackelkandidat ist hier. Aber wir fahren jetzt mal Helix als erstes. Schon den Testsitz. Und hier scheint der Ausgang zu sein. Es war nicht so hart.
bisschen rappelig, aber... Es hört sich ein bisschen... Also ich kann es ja mit Blue Fire jetzt vergleichen. Es fühlt sich ein bisschen unruhiger als Blue Fire. Ja, die Launches waren jetzt nicht so der Oberkracher. Es war ein bisschen so, ja, süß halt. Aber sehr coole Airtime, halt sehr lang auch. Viele Inversionen, was ich sehr, sehr cool finde. Ja, so. Jetzt als nächstes 30 Grad ist Atmosphäre. Mal gucken, wie das so ist. Oha. Ganz nett, schöne Aussicht. Ja. Okay. Ganz unthematisiert. Ja. Der thematisierte Teil ist nur geendet hier. Wieder kaputt ist. Kalonen gefahren und ich sage mal, besser als Desert Race. Und besser als, vom Fahrgefühl her besser als Helix. Aber... Irgendwie komisch, ne? Aber auf jeden Fall intensiver. Ja, also intensiver als Helix, aber ich mag Helix trotzdem lieber. Also sind wir in einem Restaurant und wir essen hier im Restaurant in so einem Zugwaggon, der echt auf Schienen steht. Da drin sieht es auch aus wie in einem Zug. Voll cool. Oh.
cool, dass das, also es ist ja am selben Berg wie Helix, fährt das aus, fährt dann immer so wie Berg runter, Berg wieder hoch, Berg runter, Berg wieder hoch. Finde ich cool. Und jetzt gehen wir zur letzten großen Achterbahn des Tages, Balda. Das ist praktisch schon rum. Ja, das ist echt schön, das ist schon voll spät. Wie spät ist es? 4 oder so, oder halb 5 schon. 5 ist es. Wie 5? 5 Uhr und wir haben erst 3 Achterbahnen geschafft. Das ist mega voll hier. Aber der Park hat bis 23 Uhr auf. Also nicht so schlimm. Ich sehe schon wieder einen Zickzack-Wartebereich. Yay! Oh Mann. Cool. Was hat die denn hier zu suchen? Bei dem, was man mit der Gruppenpark-Jahreskarte bekommt, da ist es dabei. Wir haben eben festgestellt, dass Balda keine Freigabe hat, mit offenen Bügeln fahren kann und auch keine Bügelkontrolle stattfindet. Aber hier bei diesem Kinderfahrgeschäft müssen natürlich jeder von diesen 40 Bügeln kontrollieren. Kannst du kurz? Ja. Ja, wir waren eben da in diesem Horror-Maze hier und es war das beste Maze, in dem ich je war. Das war so geil thematisiert, diese Bäume da drin. Das ist so krass, wirklich. Man kann es gar nicht beschreiben. Es war so krass thematisiert. Wirklich alles war thematisiert. Nie irgendwas unthematisiert. Nie irgendwie nur dunkel. Immer Thematisierung. Richtig krass. Und immer irgendwas Neues und man dachte so, was? Alter! Und am besten war so, das spoiler ich jetzt, das war das Beste, dieser eine Raum, wo einfach so ein Zimmer und da war einfach so ein Steg durchs Wasser und da waren dann so Tische, Klaviere im Wasser so schief und... So cool. Alter! Unglaublich. Wir gehen nachher nochmal da rein, wenn wir noch Zeit haben. Das war so cool. Ja. Super.
Ja, ab ins Kinderland! Doppel aller Tor, legen die Runden telefonen nach Ostern bei ihr Grupptour geht so schade in Weg! Was ist das denn? Geschafft. Einfach. Ja. Ja. Warum nicht? Um jetzt Riesenrad zu fahren, sag mir das mal kurz. Sehr gut. Findest du das gut? Findest du, man sieht was? Oder findest du, man sieht eher gar nichts? Ich finde, du kannst dieses Argument vielleicht vorher anbringen, weil wir vorher dran stehen. Ich finde, auf der Seite sieht man noch recht viel, aber so von der Stadt, da wird's kritisch. Ah, da fährt eine Tram! Ich glaube, deine Zuschauer kennen das eher als Straßenbahn. Ups. Ist auch wegdrehen von dir. Wir haben eine Klimaanlage hier in der Kabine. Nicht schlecht.
Matthias, was macht dich denn so sauer gerade? 40 Minuten für eine scheiß Kinderbahn zu warten. Ja, Matthias möchte unbedingt campen. Und macht sich selber sauer damit. Wenn ich jetzt sage, lassen Sie da rausgehen. Er will unbedingt kommen. Dann stellen wir uns halt 40 Minuten für die Kinder Achterbahn an. Aber die hat einen coolen Wartbereich. Also, wir haben jetzt ungefähr 120 Personen vor uns. 20 Personen pro Fahrrad. Das sind 6 Fahrten, die ungefähr vor uns sind. Ich weiß noch nicht, wie lange das ungefähr dauert pro Fahrt. Rechnen wir mit 4 Minuten. 6 mal hier, könnt ihr euch selber ausrechnen. Ich bin zu faul, um zu rechnen. Ich habe halt Urlaub. Und dann können wir jetzt endlich fahren. Aber dann fahren wir noch mal hin. Ah. Nicht die gelbe, die da. Die grüne. Die grüne. Die Kernanfarben da. Oh, Kernan. Ah, nee, doch. Clubkarte habt, mit der man ja kostenlos reinkommt, dann solltet ihr euch online ein Ticket kaufen oder dieses Wristband hier und dann bekommt ihr 3 Fastpässe dazu. Das kann man nur, die kriegt man nur über das Online-Ticket, die kann man hier nicht kaufen. Und das lohnt sich dann echt zu haben. Also ja, wir haben hier so lange angestanden teilweise. Aber dennoch ein super cooler Park und Helix ist eine mega geile Achterbahn. Und das Horrorhaus unbedingt besuchen.
Das ist so geil. Auch wenn es extra kostet. Außer mit der Rohrgaskarte. Das kostet dann nicht extra. Mit drin. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Das ist so geil. Okay, das war's. Tschüss.